Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen mit eurem Glücksziegenbock der Telefonziege. Ja, wie ihr ja wisst, vergeht kaum ein Tag, an dem mir nicht Gewinnmöglichkeiten in Millioquadrilliardenhöhe zugetragen werden, weil alle Menschen im Internet so wunderbar nett, freundlich sind und immer was zu verschenken haben, wie heute zum Beispiel ein Auto im Wert von 31.500 Euro. Schauen wir mal. Die E-Mail-Adresse ist von VW Volkswagen und dann seht ihr selber hier oben qmrdi@xfhnz.de. Also könnte man eigentlich jetzt mit dem Video schon aufhören und sagen, okay, logischerweise voll die Verarsche, aber dann wäre sie nicht interessant, nicht zum Lachen, nicht informativ und nicht zum Verteilen geeignet, wozu ich euch hiermit gerne einladen möchte, damit weniger Leute auf so etwas hereinfallen. Leider sind die wenigsten Leute tatsächlich abonniert, die sich meine Videos anschauen. Das dürft ihr gerne nochmal nachholen. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann gibt es nicht nur die Datenfallen, sondern samstags und sonntags auch immer die Anrufe direkt als Meldung. Schauen wir rein. Ihre Chance auf einen neuen VW Golf Tiguan. Glückwunsch. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie als möglicher Gewinner eines VW Tiguan ausgewählt wurden. Da oben Volkswagen hier möglicher Gewinner durch ein spezielles Auswahlverfahren, das heißt im Endeffekt 300.000 eingekauft oder geklaute E-Mail-Adressen durch einen Bot schmeißen, der solche E-Mails generiert, wurden drei mögliche Gewinner gezogen. Daher sind ihre Chancen auf einen VW Tiguan besonders groß. Unsere Finalisten sind Harald F. aus Bremen, Kundennummer 92.771 und Sabrina M. aus Freiburg. Klasse. Beantworten Sie eine kurze Umfrage, um sich zu qualifizieren. Lassen Sie sich diese einmalige Chance, Gelegenheit nicht entgehen. Beste Grüße, Kiss Christina, Customer Service. Und jetzt steht hier zur Umfrage. Okay. Absolut seriös von Volkswagen. Es geht um eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit. Ich bin einer der letzten drei im Rennen, die dieses schöne Auto haben können. Realistisch ist eher 300.000 und realistisch ist auch eher, dass es hier überhaupt nichts zu gewinnen gibt. Aber wir gucken mal an, welche betrügerische Firma heute dahinter steckt, diesen E-Mail-Spam in diesem Fall zu versenden und sich hier nachts um 3:34 als Volkswagen auszugeben. So sieht das aus. Gewinnen Sie einen VW Tiguan im Wert von 31.500 Euro. Hier nochmal ein paar Technikgeschichten. Und jetzt kommen diese ganz wichtigen Fragen, um sich zu qualifizieren. Ganz wichtig ist, ob man Männlein oder Weiblein ist. Fahren Sie bereits einen VW und ich finde ich besonders toll. Wo würden Sie den Tiguan parken? Garage, Carport oder Straße? Ist euch nichts Besseres eingefallen? Ich meine, wie blöde muss man sein? Gut, die haben sich hier Mühe gegeben mit Grammatik und Rechtschreibung, muss man wirklich sagen. Dafür, dass das Betrüger sind, scheinen die sich in Übersetzer engagiert zu haben. Wir stellen das Ding natürlich auf die Straße, weil dann kann es der nächste Callcenter-Typ klauen und mich anrufen, um mir eine Diebstahlversicherung zu verkaufen. Antworten werden übermittelt. Sie werden nun zur Preisseite weitergeleitet. Und da sind wir wieder. Gleiche Quatsch wie eben, nur dass hier unten jetzt steht, dies ist ein Gewinnspiel der Naturwell PTE Limited und geht noch bis zum 31.12. dieses Jahr. So lange haben wir also noch Zeit, diese Seite runterzunehmen und wir wollen uns gleich mal angucken, mit wem wir es hier zu tun haben. Eine Firma, oh, sie guckt hier diese hochqualitative Grafik hier an, die uns zur Teilnahme an gleich dem nächsten Gewinnspiel verleiten möchte. Wir haben es hier mit einer Firma aus Singapur zu tun und in keiner Form mit Volkswagen oder irgendeinem anderen seriösen Unternehmen. Die erheben hier sogar Urheberrechte auf diesen Kram. Lustig. Ja, wie ihr seht, Aufsichtsbehörde in Singapur. Wenn die wüssten, was die machen, würden denen die Staatsbürgerschaft aberkennen. Ja, auf jeden Fall haben wir uns jetzt bei Naturwell PTE Limited mit einer wahrscheinlich ausgedachten Registernummer eingetragen, weil wir dachten, es handelt sich dabei um Volkswagen und weil wir dachten, wir können dort ein Auto gewinnen. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch anschauen, was passiert, wenn man sich dort anmeldet. Wir nehmen hier mal unseren Herrn Heinrich Breitsamer als Testkandidaten und werden nach Eingabe aller relevanten Daten zum allbekannten Fragebogen weitergeleitet. In diesem Fragebogen versucht die Firma jetzt herauszufinden, an welche betrügerische Kartellnummer sie ihre Daten, die sie mit dieser
miese Nummer hier erbeutet haben, am besten gewinnbringend verkaufen. Schauen wir mal durch. Nutzen Sie Windows? Nein, ich benutze das Ding hier in einem Backofen. Besonders toll finde ich es immer, wenn man nur Ja anklicken kann. Ja, mein Hund ist 0 bis 6 Jahre. Ja, mein Hund ist 7 Jahre oder älter. Und ich will keine Newsletter von Agila erhalten. Wollen Sie immer auf dem neuesten Stand sein? Dann wählen Sie jetzt Ihr Schnupper-Abo für 3 Monate aus. Ja, guck mal, ein falscher Klick, weil hier auch wieder kein Nein-Danke steht und schon hast du ein scheiß Abo am Hals, weil die dir bestimmt nicht mitteilen, dass du es kündigen musst. TV Digital Probe-Abo. 10 Ausgaben ist total das Probe-Abo. 20 Euro Tankgutschein, verdammt, das ist doch nicht mal ein Liter heutzutage. Was wollen wir damit? Gleiches mit, hört zu. Haben Sie Interesse an einem schufafreien Wunschkredit bis 7.500 Euro? Ja, klar. Kohle ist immer gut. Und dann werden wir tatsächlich hier auf eine deutsche Seite weitergeleitet. Magda, das ist mein Kreditpartner. Ein Kreditpartner, der bei solchen Kriminellen hier Daten einkauft, um Leuten dann Kreditangebote zu machen. Und scheinbar auch bekannt ist aus dem Fernsehen. Finde ich absolut unseriös, aber das ist meine eigene Meinung. Ihre Chance auf eine monatliche Sofortrente. Yes. Fordern Sie jetzt gratis 1 Monat Ihr NKL-Testpaket an. Nein. Bin ich dumm? Nein, bin ich dumm. Ich bin Rentner natürlich. Gesetzlich krankenversichert, weil dann lohnt es sich, mich anzurufen. Hier fehlen jetzt bisher die ganzen typischen Geschichten mit Strom, mit Gas, mit Autoversicherung, wo dich dann hier diese Elite Premium Service AG aus der Schweiz anruft, diese Hardcore-Betrüger. Entsprechend kann natürlich sein, weil den Namen dieser Gewinnspielgesellschaft kannte ich jetzt noch nicht und ich kenne sie fast alle. Die benutzen hier alle das gleiche Skript, das gleiche Design. Da gibt es sicher irgendwo eine Seite, die die Lizenzen dafür verkauft und du kannst dir das dann wie bei irgend so einem billigen Homepage-Hoster zusammenbauen mit lustigen Farben, Formen und Texten und auf die Menschheit loslassen. Wir gucken mal, ob noch was kommt, wenn wir hier auf Weiter klicken. Nur 5 Fragen beantworten und Gewinnchance verdoppeln. Klar. Das Ding ist, es bleiben nur Sachen übrig, wo du mit Ja oder Nein antworten kannst. Also bestellen wir uns mal eine nutzlose Newsletter für den Hund noch mit dazu. Gucken mal, ob sie uns jetzt weitermachen lassen. Total klasse, höchst seriös. Hier werden uns direkt wieder Kreditkarten angeboten, Zeitschriften-Abo, ein Harry Potter-Goldbarren. Auch nicht schlecht. Und alle möglichen Zeitschriften-Abos. Wollen wir natürlich alles nicht haben, weil wir wollen natürlich den VW Tiguan von der wunderbaren von VW haben. Und hier bereiten sie sogar so weit schon alles vor, dass man hier nur seine IBAN eintragen muss, damit man ein Abo an der Backe hat. Verbindlich kaufen plus Porto frei. Ah, ich frage mich auch immer wieder hier Stern und Geo. Das sind doch wirklich seriöse Formate, die. Nein, dass die sowas mitmachen. Und was ich euch natürlich auch raten darf, wenn ihr aus Spaß bei solchen Dingen mitmacht, geht nie über diesen Link zu eurem Gmail oder was auch immer Postfach. Man weiß nie, was diese Figuren damit machen. Guck mal, hier ist noch ein Geschenk. Ach nein, das waren die Dinge, die wir schon gesehen haben. Gut, wir wissen jetzt, dass das hier keine Chance ist auf ein Auto. Wir wissen, dass es eine Firma aus Singapur ist, die jetzt einem Herrn Heinrich Breitsamer Angebote machen wird. Ich bin gespannt, was unter diesem Namen dann für Callcenter-Anrufe reinkommen. Die haben hier ja auch nicht wie viele andere noch ihre Sponsoren verlinkt, sondern das versteckt sich hier darunter. Das tut es aber doch da. 3 Klicks weiter. Wir können ihn ja nochmal gucken. Kontakt per Telefon, Energetik GmbH, da haben wir sie schon. Tolle Adu, das ist ein anderer Datenhändler, der so Fake-Gewinnspiele macht. Gleiche die hier. Bösche kennen wir ja auch, diese höchst seriöse, ansässig in Deutschland Firma mit diesen ganzen tollen Gewinnspielen. Touristik. Bonus- und Gewinnclub, das müsste eventuell dann ein neuer Deckname der Elite Premium Service AG sein, könnte ich mir vorstellen. Burda Direkt kennen wir auch zu Genüge. Mi Volta mit den Callcenter-Anrufen aus der Türkei. Badeno war das gleiche. Nina for Dogs brauche ich auch nicht erzählen. Hier steht wieder Greenpeace drin. Gut, das letzte Mal war es WWF und wo mir keiner geglaubt hat, dass die dann wirklich bei einem anrufen und dass Greenpeace wirklich seine Spendengelder dafür ausgibt, um bei unseriösen, man muss ja wirklich schon sagen, kriminell agierenden Datenhändlern Telefonnummern abzugreifen, um die nächsten Spenden zu erbitten, mit denen sie dann die nächsten Telefonnummern einkaufen. Ist das euer Scheißernst, Freunde?
könnte heulen, schon wieder Buddha, die waren doch eben schon mal. Energiehandel, Bauer, Zeitschriften, leckere Energie. Okay, sind sie doch alle hier drin. Zahnschutztarif und wie sie alle heißen. Und wie sie alle heißen. Obwohl in dieser Fragerunde jetzt nicht einmal irgendwie etwas von Strom oder Zeitschriften die Rede war. Jetzt wissen wir einmal mehr, das ist eine Verarsche, bitte lasst euch nicht verarschen. Und waren andere, die euch mit so einem Kram belästigen, dass sie in eine böse Falle getappt sind und auch den Leuten Bescheid geben sollen, die sich da schon registriert haben, damit niemandem am Ende ganz viel Kohle fehlt. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank!